Hallihallöchen, mein Name ist Lars und ich heiße dich erneut herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Blender Creations, der wöchentlichen Tutorial-Serie, in der wir die Themen aus unserer Serie der Blender Guide anwenden an einem praxisnahen Modell. Und heute nehmen wir die Info der letzten Folge von der Blender Guide namens Sculpting. Wie erstellen wir High-Res-Modelle, was ist denn Topo und Remesh? Denn wir wollen heute einen 3D-Charakter bauen, komplett aus diesem Würfel hier heraus. Wenn dich das Ganze interessieren sollte, lass doch gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und abonniere auch gerne unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schreib doch auch genauso gerne mal in die Kommentare hinein, ob du schon bereits einen 3D-Charakter gesculptet hast. Wenn ja, gerne auch einen Link zu Social Media oder deiner eigenen Seite, wie er aussieht. Und wenn nicht, guck mal, ob du am Ende des Videos diesen Charakter, den ich ja bauen werde heute, selbst hinbekommst. Wie immer starten wir hierbei natürlich bei Null mit dem Default Cube. Und wie gesagt, wir werden heute nichts hinzufügen. Wir werden kein Mesh löschen oder Objekt austauschen. Wir werden anhand dieses Würfels hier heute einen 3D-Charakter erschaffen, den wir, Hinweis, auch in der nächsten Folge nochmal verwenden werden. Denn da kriegt ihr einen sehr interessanten Workflow vorgestellt. Beginnen wir also zuerst einmal mit dem Bau eines Charakters und ich möchte heute mit euch zusammen hierbei einen humanoiden Charakter bauen. Wie das Ganze geht? Naja, sehr einfach. Wir gehen hoch direkt in den Sculpting Tab und jetzt müssen wir uns erst einmal ausrichten. Wir müssen nach wie vor dafür sorgen, dass der Charakter in diese Richtung hier, also entlang der Plus-Y-Achse wie immer schauen soll. Das wäre die gewünschte Richtung. Und parallel dazu wollen wir auch, dass wir auf beiden Seiten gleiches sculpten. Das heißt, bei unserem Schmetterling hier oben können wir jetzt schon aktivieren, dass wir die X-Achse auf beiden Seiten nutzen wollen. Y, also nach vorne und hinten, schenken wir uns hierbei, zumindest für den Moment. Und hier haben wir noch ansonsten die Z-Achse, also oben und unten. Das müssen wir nicht spiegeln, das kriegen wir auch anders hin. Jetzt starten wir also damit, dass wir erstmal aus diesem Würfel hier einen 3D-Charakter herausformen. Und was wir machen möchten hierbei ist natürlich erstmal, wir brauchen einen Körper, wir brauchen einen Hals, einen Kopf, Beine, Arme, Hände und Füße. Schauen wir doch mal, wie schnell das Ganze aus einem Würfel herausgeht. Wir müssen, damit wir auf dem Würfel arbeiten können, ihn erstmal entweder subdividen und dann die Polygone verschieben oder alternativ, was ich hierbei nutzen werde, über Dyntopo auf der rechten Seite hier oben den Haken aktivieren und bei der Meldung hier auf OK klicken, denn wichtiger Hinweis, solltet ihr es nicht gelesen haben, wenn ihr Dyntopo verwendet, werden UV-Maps und alles andere wie Vertex-Colors auf dem Objekt resettet bzw. zerstört eben. Das heißt, wir können jetzt dynamisch hier drauf unsere Meshes bearbeiten und neue Details hinzumalen. Gleichzeitig aktiviere ich euch auch hier oben rechts nochmal die Statistiken. Für den Moment sehen wir gerade oben links 00, was normal ist, solange wir den Topo aktiv haben, und schon können wir loslegen. Denn wir brauchen zuerst mal einen Körper, das heißt, wir pinseln erstmal hier ein bisschen drumherum und gucken mal, was wir hierbei bauen können. Die Stärke mit 0,5 ist hier, glaube ich, relativ okay, aber da könnten wir auch ein bisschen mehr geben, rein theoretisch. Dann versuchen wir mal hier aus der Seite heraus einen Arm zu bekommen, dass wir den immer weiter nach außen drücken können, so ein bisschen zumindest. Und wir gucken mal, wie lang der insgesamt werden kann hierbei, ohne dass wir jetzt allzu viel hier kaputt machen oder den falsch bewegen, platzieren. Ihr kennt die Probleme sicherlich ebenfalls. So, da haben wir schon mal das, da geht aber noch ein bisschen was mehr. Einmal von hier aus schön über den Körper drüber fahren, dass wir direkt hier so die erste sichtbare Armstärke sehen. Und das werden wir auch jetzt merken, später können wir hier definitiv ein bisschen Smoothing anwenden, um das wieder auszubeulen. So, das ist quasi unser erster Schritt, hier so ein bisschen die Arme vorbereiten. Und dann versuchen auch passend dazu entsprechend hier Hände hinzubekommen und das Ganze passend zu machen. So, da haben wir schon mal Arme. Dann machen wir mal hier in der Mitte einen Hals.
Und ihr merkt auch, wenn wir näher rangehen, kriegen wir kleinere Faces. Wenn wir etwas weiter weg sind, kriegen wir größere. Das ist aber für den Moment erstmal komplett egal, denn wir werden sowieso das, was wir jetzt hier machen, später noch feintunen. Deswegen gerade geht es mal darum, dass wir hier aber überhaupt allgemein hinbekommen, dass wir hier oben einen Kopf drauf nachher setzen können und den dann passend in dem Falle grob designen. So. Ihr merkt, ich mache das gerade mit Grafiktablett, ihr könnt es auch mit der Maus machen, aber allgemein wird nachher diese Basis, die wir uns gerade hier erschaffen, wird nachher genutzt werden, um eben den Charakter selbst zu bauen. Sieht es vielleicht erstmal ein bisschen verrückt aus, aber ich glaube, euer erster Charakter wird auch nicht so perfekt sein. Und hey, mir ist vor allem wichtig, ihr solltet die Technik verstehen dahinter, wie das funktioniert. Deswegen, ihr wisst, Perfektion ist nicht ein Zweck dieser Folgen. Für mich ist eher das nur ein Zweck, dass ihr mitmachen könnt und das Ganze auch selbst hinbekommt. Hier hinten wird schon ein bisschen mehr nach außen geben. Ja, zum Beispiel so. Dann nochmal ein bisschen was hier oben drauf. Bevor der Kopf hier zu schmal ist. So. Und dann haben wir doch schon mal sowas Grobes hier oben vorbereitet. Der Kopf ist natürlich jetzt verhältnismäßig vielleicht ein bisschen zu groß, aber da kommen wir gleich nochmal zu. So. Wir nehmen jetzt mal an den Seiten ein bisschen die Polygone nochmal weg, dass wir hier mal gucken können. Und dann versuchen wir hier den Körper entsprechend anzupassen. Bei den Armen hier können wir auch ein bisschen die Polygonanzahl reduzieren, und zwar auf beiden Seiten, außen und innen. So, und dann gehen wir hier unten drunter und versuchen uns mal hier den Körper so ein bisschen herauszuziehen. Da können wir ruhig ganz ein Stück runtergehen, bis wir eben den Körper lang genug haben und dann eventuell versuchen auch schon Beine zu platzieren. Und ihr merkt jetzt natürlich schon, so dieses ganze Sachen händisch zu bauen, dauert etwas länger wahrscheinlich, als mit Box Modeling zu arbeiten. Es gibt natürlich für Sculpting verschiedene Workflows. Und jetzt komplett das Ganze von Hand zu machen, das ist natürlich eher eine Übungsaufgabe für euch. Aber ihr könnt natürlich auch den groben Charakter zuerst mit Box Modeling vorbereiten und dann hingehen und hierbei in Sculpting wechseln, um ihn hochauflösender zu machen und mit Remesh eben so zu gestalten, dass er eben das ist, was ihr nachher haben wollt. So, hier unten ein bisschen Bauch kann die schaden. Wobei, es gibt die falsche Richtung eher nach vorne. Wir machen den Charakter ein bisschen zu stark Richtung vorne. Da müssen wir nachher nochmal ein bisschen smoothen und nochmal Sachen wegnehmen. Dann werden wir hier unten mal dort anfangen, Beine hinauszuziehen. So. Das sieht jetzt eher sehr fragwürdig aus insgesamt. Was auch immer ihr hier in diesem Charakter gerade erkennt, ich finde es noch lange nicht zufriedenstellend. Und da geht noch einiges mehr. So, einmal hier rüber das Ganze. So. Einmal bis dahin. Der steht etwas krumm. Das sollte nicht so sein, aber... Naja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. So, hier vorne die Schuhe können wir mal so ein bisschen andeuten. Zum Beispiel so. Sieht auch jetzt gerade ein bisschen ungesund aus, wenn wir mal ehrlich sind. Aber eigentlich doch wieder lustig. So, dann machen wir hier oben mal den Button Minus. Und wir werden mal den Charakter hier ein bisschen eindrücken. So. Hinten sollten wir bestenfalls das gleiche machen. Von hier aus einmal über die Beine, so und nochmal. Und beim Bauch hier oben ebenfalls. Das war vorhin ein bisschen too much. Und jetzt merkt ihr auch schon, dass, naja, Sculpting insgesamt eher so ein bisschen die Fummelarbeit schlechthin ist. Denn bis ihr mit eurem Mesh zufrieden seid, das kann sehr lange dauern. Wenn ihr einen kleinen Proportionsfehler macht,
Ihr könnt ihn natürlich in dem Fall leicht korrigieren und das wirklich hier versuchen zu nachzujustieren. Aber im Endeffekt habt ihr hierbei nur die Möglichkeit, eben bereits Gemachtes quasi zu feintunen, bis es euch eben gefällt. Und auch wenn das der Charakter hier nicht gerade zwingenderweise nach bestem Gewissen gemacht worden ist bisher, er macht seinen Job jetzt schon langsam, weil wir so ein bisschen diese humane Form aus ihm herausbekommen. Und genau das sollte auch eure Übung eigentlich sein. Ihr müsst versuchen, egal ob jetzt meinetwegen einen Menschen oder ein Tier modelliert, mit Sculpting nur, ohne was anderes, versucht die Proportionen hinzubekommen. Weil, auch wenn jetzt meinetwegen hier zum Beispiel gerade sehen, der Rücken wird zu sehr eingedrückt, oder von der Wirbelsäule hier eben, das ist zu weit nach vorne, da müssen wir so ein bisschen den Mix finden, von wegen, wie sieht es am besten aus und vor allem auch am richtigsten. Beim Kopf hier oben, der sehr dick nach vorne geschwollen ist, müssen wir das gleiche machen. Die Haare hinten oder allgemein der Hinterkopf hier, da können wir auch ein bisschen was wegnehmen. So. Und dann kriegen wir es auch ein bisschen besser hin. Jetzt mit dieser grob gesculpteten Form, mit der wir uns halbwegs zufrieden geben können schon, werden wir mal das Tool wechseln. Und zwar werden wir hierüber wechseln auf Smooth. Und jetzt müssen wir eine Einstellung treffen, bevor wir hier uns drumherum bewegen. Bei Dyntopo hier oben gibt es gerade Relative Detail, was davon abhängig ist, wie nah wir ranzoomen. Was wir aber machen möchten, ist hier bei Constant Detail. Und das heißt, die Resolution, die wir jetzt erzeugen, ist abhängig nicht von unserer Zoom, wie weit wir dran und wie weit wir weg sind, sondern wir werden jetzt über diesen Wert 3 hier oben den festen Wert über das komplette Mesh verteilt nutzen. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen und hier in dem Fall das Ganze anpassen und das Mesh ein bisschen verfeinern. Wir können nochmal rauszoomen und das hier oben genauso machen. Ihr seht, die Anzahl der Polygone bleibt hierbei identisch von der Größe und von der Dicke her. Wir haben also jetzt ein bisschen die Möglichkeit, hier Kontrolle darüber zu haben, was soll hier wie aussehen. Und wenn wir jetzt so ein bisschen uns Zeit nehmen und den Charakter wirklich hier versuchen, ein bisschen einzuformen, und zwar auf allen Ebenen, hinten wie vorne, das sollte eigentlich einigermaßen funktionieren. So. Ja, die Arme werden besser, die Hände sind auch bald richtigerer. So, es ist jetzt ein bisschen dünn geraten, aber okay. Beim Hals können wir auch nachjustieren, und zwar richtig. Beim Kopf hier oben können wir jetzt auch hingehen und diesen einmal abfahren, um hier wirklich so ein bisschen eine etwas angemessenere Form zu gewinnen. Trotz der Haare hinten kriegen wir jetzt hier so eine Figur heraus. Der Kopf ist eher oval bis rundlicher geworden. Hinten können wir noch das Ganze auch einbeulen, so. Bis wir eben das haben, was wir haben wollen. Dann auch nochmal hier den Nacken und den Hals mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Die Unterseite der Arme hier ist auch okay, aber da kann man nochmal drüber gehen. So zum Beispiel. Und jetzt natürlich auch bei den Beinen hier das Ganze wirklich richtiger machen und nochmal an den Seiten ein bisschen smoothen. Und ihr merkt schon jetzt, wie wichtig diese Tools für euch sind, weil ihr werdet mit diesem Smooth-Tool wirklich einiges in eurem Mesh retten können, gerade wenn ihr euch vielleicht von den Proportionen her etwas verschätzt habt. Und das haben wir halt hier gerade auch gemacht gehabt. Bei den Schuhen können wir auch ein bisschen das Ganze einstellen, so. Hier vorne auch nochmal ein bisschen. So. Dann haben wir jetzt noch eher so kleine, dicke Füße. Da sollten wir nochmal hingehen und hier vorne das Mesh nochmal nach vorne auffüllen. Und zwar im Plusbereich. So. Und nochmal an den Seiten hier ein bisschen geben. Und auch nochmal da hinten.
Und durch das Constant Detail, was wir gerade nutzen, sind auch hier die Füße nach wie vor von den Polygongrößen her gleich groß. Und wenn wir jetzt hier einmal stückweise nochmal durchgehen, also das Ganze wirklich fein anpassen, ihr seht, dass wir hier raus einen Fuß bauen können und theoretisch sogar hier unten nachher die Zehen noch mit Sculpting extruden können. So, hier machen wir uns stückweise die Arbeit ein bisschen. Sind jetzt vielleicht etwas kurz geratene Beine und noch ein zerknitterter Hintern hier hinten, aber das kriegen wir auch schon ausgebeult. So. Ja, hier vorne sind wir etwas zu weit vorne geraten, deswegen hier sollten wir nach hinten zurückgehen. Dass wir wirklich von der Proportion her das Ganze treffen. Und die Proportion ist, wie gesagt, hier auch eure Übung. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier die Beine, hier unten sind die zu dünn. Wir haben kein wirkliches Knie hier. Hier können wir nochmal anpassen, indem wir nochmal drawn und zum Beispiel hier vorne nochmal ordentlich was draufgeben, dass wir hier unten so diesen Knick nachher richtig haben. Und kein Knick in der Optik hierbei. So. Und dann können wir nämlich hinten nochmal smoothen das Ganze. Und vorne wieder anfügen. So, einmal hier hin. Dann einmal drehen. Und einmal hier drüben hin. Die Beine noch in der Innenseite ein bisschen verdickern auf beiden Seiten. Das wir mal sehen. Mit Clay oder mit Draw hier nochmal hier ein bisschen Material anbringen. Und vielleicht auch nochmal notfalls ein bisschen was außen. So. Und dann können wir nochmal mit dem Smooth-Tool nachgehen und gucken, bis wohin wir gehen müssen. Also einmal hier ein bisschen das Ganze nochmal weg. Hier nochmal nach oben. So. Und ihr merkt jetzt auch schon, das ist so ein bisschen auch eine Geduldsarbeit. Weil wenn wir jetzt meinetwegen eine Stelle jetzt zum Beispiel diese Beine hier nicht zwingenderweise mögen, dann können wir da ruhig 3, 4, 5 mal, 10 mal, 100 mal drüber gehen. Aber nachher, die Proportion sollte am Ende vor allem bestimmt sein. Was wir jetzt zum Beispiel auch nutzen können, auch wenn jetzt meinetwegen hier vielleicht die Arme vielleicht ein bisschen zu kurz sind und der Körper allgemein zu lang, wir können natürlich auch hier unten einfach beim Part der Hose hier diesen Part nach oben hineindrücken. Wenn wir die Strengths zum Beispiel hier beim Draw nochmal nehmen mit Minus und wir würden zum Beispiel diesen Part hier nach oben verlegen etwas, dann könnten wir auch hier so in der Form hier uns ein bisschen mehr Platz schaffen, eben für Hose, Hosenbein und alles, was dazugehört. Und so wird nämlich jetzt die Hose etwas länger, der Körper wird kürzer und dann könnten wir nochmal die Arme anpassen. So, bis hierhin. Und hey, wie gesagt, wenn ihr beim ersten Mal jetzt meinetwegen nicht irgendwie einen perfekten Charakter machen solltet, es ist nicht so schlimm, weil ihr könnt wirklich euch die Zeit nehmen und es probieren, bis ihr sagt, das ist der Charakter, den ich haben möchte. Und dann habt ihr wenigstens etwas, worauf ihr stolz sein könnt. Auch in 3D Art, das würde ich sagen, das geht nicht von heute auf morgen mal eben, dass ihr das auf einen Schlag könnt. Selbst wenn ihr zum Beispiel jetzt meinetwegen einen Tyrannosaurus Rex komplett sculpten würdet, mit allen möglichen Details, Zähne, Augen, was euch einfach so einfällt insgesamt, da werdet ihr eine Weile dran sitzen. So. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Dann werden wir noch ein bisschen die Hände verlängern. An den Händen können wir nämlich noch ein bisschen Geometrie hinzugeben. Hier nicht im Minus, sondern im Plusbereich. Und das wirklich hier nach außen verformen. Verlängern. Hier nochmal und noch ein bisschen hier. Bis wir in eben circa einen Mensch hier rausbekommen. So, da haben wir doch schon mal einigermaßen, was wir haben wollen. Noch einmal nachsmoothen und ihr werdet schon sehen, wir sind doch gar nicht so weit davon entfernt von dem, was wir eigentlich haben wollen.
So. Nur, jetzt gibt es eine Sache. Wir haben jetzt bis hierhin nur Sculpting gemacht, um circa die Arme darzustellen. Die Zehen da unten sind noch gar nicht vorhanden. Ab hier wird es so einen Punkt geben, wo wir uns zwischen zwei Sachen, die wir machen können, entscheiden könnten. Wir können jetzt natürlich das Mesh komplett in diesem Zustand lassen und es korrigieren vorne wie hinten, bis wir absolut zufrieden damit sind. Oder wir entscheiden uns dafür, das Mesh von der Topologie her zu updaten, indem wir jetzt mit dem Remesh arbeiten. Wir haben natürlich noch hier keine Hände, wir haben noch kein Gesicht, keine Nase, kein gar nichts. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Topo mal deaktivieren und wir gucken mal hier hin, dass wir aktuell nach jetzigem Stand 6229 Polygone haben, das ist vom Verhältnis her noch eher mittig statt viel, dann können wir das natürlich zu unserem Vorteil nutzen, indem wir mehr Polygone hinzufügen. Die eine Option ist hierbei natürlich über Shift R nochmal hier dieses Gitter zu aktivieren und dann können wir hier mit der Maus entscheiden, wie groß oder klein kariert soll denn eben unser Mesh nachher sein. Auch in Bezug auf die nächste Folge, die kommende Woche kommt, hat das natürlich einen Einfluss. Deswegen nehmen wir ruhig einen Wert hier wie 0,15, so. Und wir gehen mal hier oben rechts hinein beim Remesh und wir nehmen wirklich mal hier mit dem Wert 0,15 den Fix Poles, Volume und wir drücken den Button Remesh. Jetzt haben wir zum Beispiel schon hier 13.000 Vertices. Und mit 13.000 können wir nochmal mehr arbeiten, denn jetzt haben wir deutlich hochauflösendere Beine, deutlich hochauflösendere Schultern und wir haben wieder mehr Spielraum ohne den Topo, dem wir jetzt mit Smoothing nachgehen können, um das Ganze hierbei richtig zu machen. Denn wenn ihr jetzt nochmal hier schaut und wir gehen einmal komplett drüber, werdet ihr sehen, dass einige Flächen anfangen, sich deutlich stärker hier zu smoothen und besser zu verhalten als vorher. Gleichzeitig sind diese neuen Flächen, die wir haben, auch deutlich softer, weil eben mehr Polygone vorhanden sind. Unter dem vorher erzeugten Dreiecksmesh, was wir über den Topo erstellt haben, haben wir jetzt durch das Remesh wieder ein Quad, also ein viereckbasiertes Mesh, zumindest an den meisten Stellen, wo es nur geht. Mit all diesen Änderungen können wir jetzt halt unseren Charakter verfeinern, bis wir mit ihm endgültig zufrieden sind, die Beine wirklich ausformen. Und erst am Ende, wenn das High-Res-Modell steht, könnt ihr auch hingehen und zum Beispiel dem hier nochmal ein UV-Mapping geben. Es in dem Falle einmal texturieren und ihr könnt hier wirklich machen, was ihr wollt. Nur texturieren und UV-Mappen könnt ihr diesen Charakter zwar, aber ich sag euch jetzt schon voraus, in der nächsten Folge werden wir das alles zerstören. Deswegen solltet ihr euch dafür interessieren, einmal für einen wirklich gebauten High-Res-Character ihn zu UV-Mappen und zu texturieren. Ihr könnt das gerne ausprobieren, aber nächste Woche wird all das an eurer Arbeit an diesem Character hier zumindest verloren gehen, denn da werdet ihr etwas kennenlernen, wo ihr verblüfft sein werdet, auch nochmal in Bezug auf die Situation bezüglich Thema Shading vor zwei Folgen. So, die Schuhe sind auch wieder fast fertig. Ihr seht, wir kommen der Sache näher, auch wenn wir gerade nur Polygone am Schubsen sind und sie nicht wirklich entfernen vom Mesh, aber wir kriegen das hier einigermaßen hin. Hier können wir noch ein bisschen ausbeulen. So, hier nochmal. Hier innen drin das Hühnerbein entfernen. Dann bei den Armen hier haben wir eher geschwollene Unterarme, dass es nicht so geil aussieht. So. Dann haben wir das hier. Dann hier oben beim Mund können wir mal so eine Einbeulung machen, dass wir hier einmal so was sehen. Machen wir nochmal folgendes, wir nehmen nochmal Draw und wir nehmen mal hier Polygone nach innen hinweg. Machen hier oben mal zwei Augenhöhlen hin. Und ihr seht schon, das sieht eigentlich wieder lustig aus. Aber wir können auch wieder mit Smoothing hingehen und das Ganze natürlich wieder hier passend machen. Einmal so, einmal hier drüber, hier außen drumherum, um die Augenhöhlen.
dass es nicht so viel verloren geht. Wir können auch durch die Augenhöhlen durchfahren. Das sieht halt wirklich wieder so aus. Und ihr habt jetzt hier wirklich die Kontrolle über das, was ihr machen wollt. Ihr könnt auch mit einem eigenen Brush hingehen und hier die Augen nochmal selbst formen. Oder auch umgekehrt mit dem Plus-Button versuchen, mit ohne den Topo zu verwenden, jetzt hier die Nase heraus zu sculpten. Und dann kriegt ihr hier verschiedene Formen dafür, wenn ihr es denn selbst macht, auch hin. So. Da haben wir einmal jemanden mit der Nase. Mund sieht ein bisschen doof aus und ein Kinn hat er gefühlt nicht mehr, weil wir es einfach eben nach innen geschoben haben. Sollten wir aber auch mal kurz fixen. Müssen wir einmal nochmal hier drüber gehen, so ein bisschen. Wir können ihm auch hier so ein Bart verpassen zum Beispiel. Und einfach nur durch diese Anwendung von den verschiedenen Dingen, die wir jetzt hier gerade nutzen, seht ihr, hier kommt ein Charakter heraus wieder, der könnte wirklich Bart tragen. Das sieht gar nicht mal so schlimm aus. So zum Beispiel, das könnte ein Charakter sein mit Bart. Ja, machen wir doch mal. Und Haare oben drauf, kriegt er nach hinten auch mal kurz weg. Und zwar ohne den Topo, einfach hinten die Haare so ein bisschen nach hinten rausziehen. So. Die Ohren können hierbei ruhig unter den Haaren drunter liegen, das ist vollkommen okay. Aber jetzt haben wir mal einen Charakter erstellt. Man kann so ein bisschen erkennen, was es sein soll, dass es ein Mann ist eventuell, Haare und Bart vorhanden, vielleicht etwas dünne Arme, wo wir auch nochmal aufblasen könnten hier, zum Beispiel so, nochmal nachgehen, bis wir eben mit allen Proportionen zufrieden sind. Und jetzt habt ihr schon gesehen, so schnell kriegen wir hier mit Sculpting jetzt in unter einer halben Stunde hier ein Base Mesh für einen Charakter gesculptet. Es geht auch deutlich schneller und auch deutlich einfacher. Es kommt aber drauf an, was ihr natürlich für euren Charakter haben wollt und auch wie viel Arbeit reinfließen soll. Aber hey, jetzt habt ihr mal von mir gesehen, wie das Ganze funktionieren kann. Ihr seht auch noch, die Beine sind ein bisschen zu sehr dünn. Aber probiert euch doch mal gerne einfach selbst aus. Schnappt euch einen Würfel, macht mal aus dem Kopf heraus einfach mal einen Menschen aus einem Würfel und vielleicht kriegt ihr genau das gleiche wie ich hin, wenn nicht sogar was Besseres. Egal ob Mann oder Frau, groß oder klein, coole Augen oder auch nicht. Ihr könnt euch da mal ausprobieren, austoben und mir gerne Feedback geben in den Kommentaren. Genauso auch gerne, wenn ihr Fragen habt, die auch dort stellen. Ansonsten sage ich, dass es das schon für dieses Video war und ich freue mich auf nächste Woche, wo wir mit diesem Charakter hier einiges anstellen werden, denn wir haben einen schönen Workflow zu entdecken. Deswegen schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Lars. Lasst gerne noch schnell einen Daumen nach oben auf dem Video hier da und ein Abo für unseren Kanal, wenn ihr nächste Woche erfahren wollt, was es hier mit Spannendes auf sich hat, sowohl in der Blender Guide als auch in Blender Creations. Und dann sehen wir uns auch dort wieder oder bei einem dieser anderen beiden Videos hier auf der rechten Seite. Vielen, vielen Dank. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.